Hallöchen, meine Guten, willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut, meine Lieben. Und ich habe einen Action-Haul für euch. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Ich habe leider nichts Neues mitgenommen, wollte ich sagen, also gefunden. Und ja, aber vielleicht wollt ihr dennoch wissen, was ich so gekauft habe, denn ich mache ja auch was mit den Sachen. Ich bastel mit den Sachen und ja, vielleicht wollt ihr ja auf den neuesten Stand sein, was ich so alles da habe. Ja, meine Lieben, ich habe einmal diese Briefumschläge mitgenommen. Die kosten 58 Cent. Die sind so schön am Schimmern auch. Leider sieht man das jetzt nicht in der Kamera. Ich hoffe auch, dass die Lichtverhältnisse hier gehen. Es ist recht früh. Hier kann man auch noch ein wenig die Sonne sehen. Ja, also die habe ich mitgenommen. Gut, die lege ich mal hier hin. Dann habe ich mitgenommen einmal dieses Sketchpad. Ich bin da immer dran rumgeschlichen. Ich habe es mir nie mitgenommen, aber jetzt habe ich es mir mitgenommen. Das kostet 94 Cent. Ich habe mir gedacht, dass ich hier dann einen Kartensketch aufzeichne und dann ein Video davon mache. 1 bis 3 Kartensketche und ein Video. Ja, und ihr wisst ja, meine Lieben, dass ich meistens also so mit Action-Sachen am Basteln bin. Hin und wieder verirrt sich mal was anderes von Teddy, von Woolworths oder vielleicht von Amazon. Aber die meisten Sachen, also mit den meisten Sachen, ich bastel mit den meisten Sachen von Action. So. So, was habe ich noch mitgenommen? Ich habe einmal das hier mitgenommen, so ein Band. Das kostet 79 Cent. Dieses und dieses hier, das kostet auch 79 Cent. Mit diesen Bändern habe ich schon was vor. Und die werde ich mir immer so nach und nach mitnehmen. Damit werden Einmachgläser dekoriert. Dann habe ich mir mitgenommen einmal hier so ein Draht, Metall, Blumendraht steht hier, Blumendraht für 59 Cent. Habe ich mir mitgenommen einmal so in Silber und einmal so in Grün, denn Weihnachten kommt ja bald und dann muss man so eventuell was eindrehen. Ja. Und dann habe ich mir Pflaster mitgenommen. Brauche ich immer wieder mal. Ich selber auch. Schmeiß weg. Kosten 54 Cent. Die durften mit. Dann durfte. Ach ja, hier. Jetzt habe ich doch mal eine Rolle mitgenommen. Und meine Lieben, wisst ihr was? Ich ärgere mich sowas von. Als ich die gesehen habe, da haben sie noch 99 Cent gekostet. Ich habe gedacht, die kosten immer 99 Cent. Aber Pustekuchen. Nein, die waren im Angebot. Jetzt kosten die 1,94. Das ist doch wohl nicht wahr, oder? Hier sind zwar 10 Stück, also für Washi-Tape fast 2 Euro. Also manchmal verstehe ich die Preise einfach nicht bei Action. Ich habe mir die jetzt doch mitgenommen, weil ich so Rottöne nicht habe und auch weil hier so dünne Washi-Tapes mit dabei sind. Dann diese Herzen hier und Hello und diese silberne finde ich auch schön. Aber ja, wie gesagt, hier sind ja so dünne Washi-Tapes und die durften mit.
Aber 1,94, nee, also das ist, glaube ich, die letzte Rolle, die ich dann mitgenommen habe. Es gibt ja noch schwarze, blaue, grüne und so, glaube ich, ne? Da könnt ihr mal bei den anderen Halls gucken, welche es davon noch gibt. Gibt ja genug Action Halls. Dann habe ich mir das hier mal mitgenommen jetzt, ne? Ich habe ja diesen Brennkolben von Action, aber irgendwie war mir nicht bewusst, dass diese Aufsätze für diesen Brennkolben geeignet sind, und die fand ich ganz, doch ganz niedlich. Hier sind diese verschiedenen Muster zu sehen. Und ja, hier sind so, also diese Pfötchen hier finde ich ganz niedlich. Und die Zahlen sind auch gut. Und ja, was ist noch dabei? Dann ist noch hier so ein Stern mit dabei. Eine Wolke, das war ja zu sehen. Die Krone, nein, also hier könnt ihr doch alle Motive sehen. Das hat 2,99 gekostet. Dann habe ich mir was zum Naschen mitgenommen, so für zwischendurch. Manchmal ist das ganz gut. Und zwar diese Nudeln hier. Mein Töchterchen mag die auch ganz gerne. Die kosten 78 Cent. Dann habe ich mir wieder einen Malblock mitgenommen. Einmal dieses hier. A4, 80 Blatt. Und das kostet 97 Cent. Dann habe ich mir einmal dieses holographische Papier mitgenommen. Ich habe es schon mal aufgemacht, damit das nicht ganz so viel knistert. Ich habe es in diesem Papier mitgenommen, weil das so silbernd ist. Hier sind viele verschiedene Muster drin. Die sind echt schön. Die finde ich auch voll cool. Bäm. Also, das knallt richtig. Finde ich. Die sind auch cool. Dann solche. Sowas. Sowas hier. Und die Herzen, die sind auch wunderschön. Und die, ja, wenn man das Papier so ein bisschen hin und her bewegt, ne, dann sehen die Herzen auch immer ein wenig anders aus. Je nachdem, welches Papier. Dann sieht es auch anders aus. So, was habe ich mir noch mitgenommen? Ja, ich habe mir noch mitgenommen einmal eine kühlende Augenmaske in Zitronenoptik für 98 Cent. Da habe ich mir gedacht, dass man vielleicht so eine schöne Verpackung dazu basteln könnte. Mal schauen, mal schauen. Dann habe ich mir noch so eine Schablone mitgenommen. Das sind 5 Stück und die sind drin. Die finde ich ja ganz hübsch. Und gekostet haben die 72 Cent. Dann habe ich mitgenommen Haarfarbe. Also in Action ist die ja auch echt günstig, und so langsam muss ich meine Haare färben. Also eigentlich wollte ich es nicht, aber das sieht jetzt unmöglich aus, meine Lieben. Kennt ihr das? Dieser Übergang, das mag ich ja nicht, ne? Also ich habe das jetzt wieder rauswaschen lassen, aber das sieht jetzt so schrecklich aus irgendwie. Ich sehe aus wie Elsa. Die rechte Seite, also an der Stirn, die habe ich so eine graue Strähne, eine richtig fette graue Strähne.
Strähnchen, also graue Haare hat die sowieso, aber jetzt so mega und ich weiß es nicht. Also ich denke, ich werde jetzt wieder ein bisschen färben, da ich ja auch wieder mehr unter die Leute muss. Ach ja. Am liebsten wäre mir ja schon, dass meine Haare komplett grau sind und dann ist gut. Also entweder komplett grau oder gar nicht, oder? Was meint ihr dazu? Oder soll ich das so lassen? Und ja, die Leute sollen sehen, dass man grau wird. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden, meine Lieben. Jedenfalls hat die Farbe 2,72 gekostet. Ich habe die zweimal mitgenommen, weil ich lange Haare habe. Aber ich möchte mir die auch wieder ein bisschen abschneiden lassen. Mal schauen, mal schauen. Dann habe ich mir hier sowas mitgenommen. Da bin ich auch gespannt. So ein Smartphone. Holder vorbei. Ja, das ist Englisch. Wo steht das denn auf Deutsch? Ja. Wie jetzt keine deutsche Beschreibung? Naja. Doch, hier. Universal Smartphone Halterring für Fahrrad. Aber ich habe mir das nicht unbedingt fürs Fahrrad genommen. Ich fand das interessant, dass man das so an so eine runde Stange dran machen kann. Fürs Fahrrad werde ich das auch noch testen, weil das ja auch recht wackelig ist und so. Eine wackelige Angelegenheit. aber ich habe mir gedacht, so manchmal habe ich so eine Stange und vielleicht kann ich mein Handy da dranhängen. Diese Teile sind hier vorhanden. Da wollte ich jetzt mal reinschauen. Und ja. Ja, das Teil hier hätten wir einmal. Hier kommt das Handy rein. Jetzt kann ich mein Handy nicht als Beispiel nehmen. Ich hoffe, das wird auch hier reinpassen. Und eigentlich müsste da doch noch dieses Teil mit dabei sein, oder? Aber da ist nichts. Ach ja, das ist mal wieder typisch. Ich habe wieder. Ach nee, Leute. Da fehlt doch was. Da fehlt doch dieses Teil. Ich habe immer so ein Glück. Meine Lieben, naja. Dann muss ich das umtauschen. Ich muss es dann umtauschen. Das gibt es doch nicht. Also das Teil fehlt. Und ich bin auch generell gespannt, weil das ist ja auch recht günstig, ne? Für 2,99 kann man ja, nee, 2,29 kann man ja nicht meckern. So ein Teilchen hier. Teilchen. So, dann habe ich mir noch das hier mitgenommen. Ja, aber mir ist im Laden habe ich gar nicht mitbekommen, dass man jetzt Batterien braucht dafür, aber das macht nichts. Ich habe genug zu Hause. Moment. Ja, irgendwo stand das. Habe ich vorhin noch geguckt, als ich mir die Preise aufgeschrieben habe. Also das Teil hat 2,99 gekostet. Und das kann man verwenden auch auf Holz und Papier. Also diese Teilchen finde ich jetzt echt interessant, weil ja, bei mir noch eine große Feier ansteht und ich das echt hübsch finde. Man kann ja wirklich dann Sachen eingravieren. Und hier auch jetzt mit so einem goldenen Effekt. Das finde ich ganz klasse. Ja,
Irgendwo stand, dass hier keine Batterien enthalten sind. Oder war das? Nein, das war hier nicht bei diesem Set. Hier braucht man ja. Ach, ich mal wieder. Hier braucht man gar keine Batterien. Man muss das ja einschließen. Das ist ja ein USB-Stick. Entschuldigt, meine Lieben. Nein, hier braucht man die Batterien für. Das ist so ein Gravierstift. Ein Gravierstift, ja, steht hier. Da war ich jetzt auch froh, dass der bei uns endlich angekommen ist. Also, den gibt es ja schon länger bei Action. Aber irgendwie ist er jetzt erst angekommen. Und das hier fand ich super. Hier, die Idee, die muss ich mir mopsen. Also, die probiere ich. Ne? Mr. and Mrs. Dann auch dieses Love finde ich auch schön. Und diesen Gravierstift kann man auf Glas benutzen, auf Metall, auf Leder und auf Holz auch. Diese Schablonen sind vorhanden. Und dass dieser Stift nur 1,89 kostet, das ist echt der Hammer, weil hier die Washi-Tapes kosten mehr als dieser Stift. Da würde ich ja denken, dass dieser Stift mehr kostet als dieser Washi-Tape. Verrückt. Und hier steht es. 2x AA 1,5 Volt. Die braucht man. Da bin ich echt gespannt. Den werde ich auch auf jeden Fall testen. Den werde ich auch testen, ob das alles so funktioniert. So, dann habe ich Schablonen gefunden, Cutting in Embossing Dies. Einmal die hier, ist auch nichts Neues. Eine Schablone kostet 3,29. Die und die. Und ich habe gedacht, dass ich noch die runden Kreise mitgenommen habe. Ich habe die in der Hand gehabt. Aber leider nein. Und noch eine andere Schablone. Und ja. Keine Ahnung, warum die nicht in meinen Korb gelandet sind. Die habe ich mitgenommen. Dann habe ich jetzt noch Leinentextur mitgenommen. Und das muss ich mir jetzt immer nach und nach mitnehmen. Hier ist das ein bisschen kaputt, aber das ist nicht schlimm. Das hat 1,48 gekostet. Ich muss ja jetzt demnächst Karten basteln und ich möchte dieses beige Papier benutzen. Ja, und davon brauche ich noch ein paar. Und ja, was das jetzt, meine Lieben? Ich glaube, das war's. Ja, das war's, meine Lieben. Jetzt habe ich hier wieder Chaos auf meinem Schreibtisch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Über ein liebes und nettes Kommentar, über ein Abo, da freue ich mich auch immer riesig. Und ja, meine Lieben, wir sehen uns. Macht's gut, bleibt gesund und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, tschüssi.